Willkommen zurück zu Die Sims 3. Hier haben wir unser Mammut und der Mammut ist hier quasi jetzt auf Pirscherjagd. Hat nämlich hier die Lara Croft gesehen und ist da jetzt direkt hin, um sie einmal zu begrüßen. Und ja, schauen wir mal einfach, wie sich hier das Ganze so entwickelt, oder? So, er hält auch direkt an. Und was macht die... Die Katze, ihr habt es gesehen, ne? Ihr habt es gesehen. Nein, 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 nicht Barsch begrüßen. Nein, nicht Barsch begrüßen. Hier. Freundschaftlich begrüßen. Die Katze da, oder was auch immer das war. Es ging ihr Luft auf. So, ich mag Teddys und sie mag... keine Ahnung, was war das? Keine Ahnung, warte mal. Erstmal mit ihr unterhalten. Warte. Freundschaftlich. Tratschen, plaudern. Einfach plaudern erstmal, ne? Einfach einmal plaudern. Ja, hier, ich bin ein Mammut und sowas. Nicht gemein. Erstmal noch nicht gemein. Gemein sind wir später. Über Natur reden. Die Natur ist toll, besonders mit wegteleportierenden Tieren. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Nochmal freundlich nach Karriere fragen. Dann nochmal freundlich. Wieso will ich immer automatisch auf gemein gehen? Ich habe keine Ahnung. Dann können wir über Computer reden, darüber kenne ich mich aus. Und ja, schauen wir mal. Sternschuppen sind eine tolle Sache, besonders wenn sie auf die Erde krachen. Ich mag Apokalypse und so. Oh ja, Sternbilder, die dann entstehen, die sind auch ganz toll. Ach ja, dann müsst ihr vielleicht die Stimme verstellen, aber ist okay. Hm, ja, Sternbilder, ne? Also kann man so zeichnen. Ja, und die Erde, ne? Die ist auch ein Teil eines Sternbilds. Bestimmt. Und dann macht sie so komische Bewegungen. Die Erde, meine ich. Ja, sehe ich auch ganz genauso. Merkmal herausgefunden. Sie ist freundlich. Interessant, und was flackert denn hier so? Was flackert denn hier? Ja, und ich mag Bilder vom Urlaub. Ja, ich mag auch Bilder vom Urlaub. Besonders in Sprechblasen. Okay. Ja, und Seen sind auch ganz toll. Interessant. Mhm. Lara findet, dass ich okay bin. Yes! Okay. Und wie findest du irgendwelche Typen, die hinter dem Schreibtisch sitzen? Ja, also solche Typen gefallen mir grundsätzlich nicht. Okay, arbeitslos ist sie. Na, das ist ja super. Ist das super oder ist das nicht super? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir reden erstmal über Computer. Und sie hat auch einen Laptop. Oh, sie spielt gerne Sims. Interessant. Gut, ich spiele auch gerne Sims. So, was haben wir noch? Nein, manche sind freundlich mit Bosheitszeichen dahinter. Was haben wir denn hier bei Spezial? Böse, Stubenhocker, Computerfreak, freundlich, genialer Plan. Komm, wir machen mal einen genialen Plan. Wenn ich schon Sim spiele, dann habe ich dahinter auch einen Plan. So, komm, wir setzen uns beide eine Maske auf und spielen Batman. Nein, okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Lara hält mich für langweilig. Ja gut, damit hat sie recht. Ich meine, ich bin ein Computerfreak. Machen wir mal, Entschuldigung, wieso ist da so ein Symbol dahinter? Machen wir mal. Und was war das noch hier? Bitten Brand, Band zu gründen. Ja, zuerst gelesen, bitten Brand zu entzünden. Okay, über Natur haben wir geredet, über Lieblingsfernsehshows können wir nicht reden, weil... Darum, von Musik können wir schwärmen, wir können aber auch einfach tratschen. Machen wir mal alles. Und lustig können wir nochmal sein. Lustige Geschichte erzählen und danach können wir nochmal freundschaftlich kennenlernen. Und danach werden wir uns verabschieden, weil dann müssen wir nämlich nach Hause. Ich habe grüne Figuren, die sitzen auf den Knien und beten in den Himmel. Ja, das findet sie toll. Ich mag freundliche Dirigenten. Die dann grüne und orangene Köpfe haben. Okay, was hat sie gehört? Hast du schon gehört, dass eigentlich ein richtiges... Hast du schon gehört, dass eigentlich ein richtiges Partytier ist? Ist das guten Deutsch? Das ist ja Deutsch, als wäre es von mir. Ich versuche das hier nochmal zu lesen, es wird nicht besser. Okay. Gelbe Quallen. Ich mag gelbe Quallen. Besonders, wenn sie gelb sind. Ja, das fand sie lustig. Ja, ich träume immer noch von jede Menge Geld.
Vielleicht sollten wir mal einen Banküberfall machen. Ja, aber dann könnten wir mit dem Gesetz in Konfrontation treten. Und das geht doch nicht. Ja, aber vielleicht, wenn wir radioaktive Waffen verwenden, dann könnte es zu einer nuklearen Explosion kommen. Und dann kommen wir an das Geld. Ich finde den Plan von der Lara gar nicht mal so schlecht. Die olle Lara Croft hier. Gut. So. Hätten wir das geklärt. Jetzt müssen wir aber hier schleunigst nach Hause. Weil heute haben wir Montag. Es kommt bald die Dingens hier. Die Abholmechanismen. Kommt. Ach, das dauert ja noch. Hätten wir uns noch ein bisschen hier unterhalten können. Aber okay. Gitarre, Status normal. Ah ja. Baue die Fähigkeit Gitarre weiter aus, um in dieser Karriere voranzukommen. Bandmitglieder. Aha. Was es nicht alles gibt. Fähigkeiten haben wir hier. Kochen, und Geschicklichkeit. Gut. Das Charakter, Fähigkeitenfenster, verrät dir, was du alles, nein, ich möchte jetzt nichts darüber abhaben. Aber danke trotzdem. So, während dieser ultralauten Musik hier, können wir, ich weiß nicht, was machen wir? Wir müssen erstmal sowieso anhalten hier, und dann müssen wir mal ganz kurz, ne, habe ich ja bei, in den Kommentaren gelesen, ja, hier Handy, Dienste, Dienst anrufen. So, damit wir das mal machen. Damit wir endlich mal die Zeitung hier abbestellen, weil das nervt. Immer und überall diese scheiß Zeitung, die sowieso keiner lesen will. Zeitungslieferungsdienste abbrechen. Kostenlos anrufen. Zeitungslieferung wird eingestellt. Yeah, gut. Was sagt denn unsere Leiste hier? Wir sollten mal vielleicht aufs Klo gehen. Wir haben hier auch sowieso kein, sag schon, wie heißt es? Licht im Badezimmer? Doch, haben wir. Okay. Und dann, während er dann gleich auf der Arbeit ist, der olle Mammut, dann kann er mal theoretisch, oder kann ich hier mal so ein bisschen, ich weiß auch nicht, hier so ein bisschen rumwursteln, dass ich hier alles ein bisschen hübscher machen kann. Weil das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir das mal machen. Vielleicht kannst du auch hier nochmal die böse tanzen, oh ja, böse alleine tanzen zur Musik. Das mache ich persönlich immer. Nein, ich mache dazu kein Video, wie ich das mache. So, und jetzt im Rhythmus hier Hotdog zubereiten. Los, komm schon. Du schaffst das. Niemand kann das so gut wie du. Oh ja, sehr im Rhythmus. Schmiert er da gerade Butter auf das Schnittbrett? Ist das gerade richtig? Sieht auf jeden Fall verkehrt aus. Egal, wird schon. So. Essen wird hergestellt. Bitte haben Sie Geduld. Es dauert nur 3 Stunden. Und die Würstchen werden jetzt da warm und wenn das rausholt, sind es wahrscheinlich fertige Hotdog-Brötchen. Siehst du, die Brötchen werden einfach in der Mikrowelle produziert. Es ist unglaublich. So eine Süßmikrowelle möchte ich auch haben. Definitiv. Gut. So, und jetzt böse tanzen. Komm, tanz böse. Oh ja, das ist voll mega evil, böse tanzen. Evil tanzen. Oh ja. Okay, und schon muss auf zur Arbeit. Konnte nicht mal mehr was essen. Teller nehmen. Bevor wir jetzt losgehen. Aha, so sieht es also aus, wenn er jetzt arbeiten geht. Faszinierend. So, die Fahrgemeinschaft steht ja hier ein paar Minuten lang. Kann ich hier vielleicht erstmal in Ruhe ein bisschen was essen? Oder vielleicht? Na, Hunger ist voll gut. Dann kannst du aufhören mit Essen. Und jetzt schnell zur Arbeit. Nein? Mammut ist ein Genie und somit ein Ass im logischen Denken. Fahr mit der Maus über die Einführung und die Symbologie, den Vorteil der einzelnen Merkmale zu erkennen. Ist die Fahrgemeinschaft jetzt ohne mich losgefahren? Das ist natürlich schlecht. Mammut ist zu spät zur Arbeit gekommen. Er wird sich immer daran erinnern, als er auf die Uhr sah und feststellte, dass er schon längst unterwegs sein müsste. Diese Erinnerung möchte ich definitiv nicht teilen. Gut, ja, das ist natürlich schlecht, dass jetzt nicht automatisch dann hier... Okay, ich will mich darüber nicht aufregen. Also früher ging das halt, dass er da wartete, die Fahrgemeinschaft eine Stunde lang oder sowas. Und, das ist irgendwie auch nicht mehr so.
Warte, du kannst erst duschen und dann einmal säubern. Und dann kannst du vielleicht nochmal ein Upgrade herstellen hier für den PC, weil wir haben ja immer noch als Lebenswunsch hier etwas zu verbessern. Ha. Oder wir könnten auch vielleicht mit jemandem chatten. Eigentlich will ich ja hier das ganze Haus ein bisschen ummodellieren. Aber dann muss das halt bis zum nächsten Tag warten. So. Mit wem chattet er denn? Ich sehe davon jetzt hier noch nichts. Nee. Da sieht man nichts. Ich dachte, jetzt könnte man mit der Lara oder so chatten. Aber nee, wir können auch das Internet durchsuchen. Fragt sich nur, was wir jetzt genau beim Internet durchsuchen machen. Außer nach Pornos suchen. Wir können uns auch ein Tier bestellen. Das machen wir aber später, wenn wir umgebaut haben, damit wir mehr Platz haben für das Tier, ganze Zeug und sowas. Können wir auch übertakten. Oder können wir jetzt mal hacken? Oh, nee, hier nicht. Wo war denn das? Wir hatten doch neulich das Unlösbare möglich machen. Das klingt doch faszinierend. Ich kann jetzt Internet erstmal weg durchsuchen hier. So. Jetzt wird er übertakten. In der Hoffnung, das bringt ihm überhaupt irgendwas. Erstmal wieder mit dem Schraubenzieher in den Monitor rein. Und? Bam! Ja! Nein! Doch nicht! Der Computer läuft immer noch nicht besser. Okay, hätte sein können. So, und er macht jetzt das Unlösbare lösbar, ja? Bringt ihm das dann Logikpunkte oder wie oder was? Auf jeden Fall geht die Energie hier rapide nach unten. Durch sowas. Ja, das Handy klingelt. Wer ist denn da jetzt? Handy. Warte. Muss auf Pause drücken, sonst kriege ich das wieder nicht hin hier mit dem Rangehen. Das war wohl nichts. Mammut ist zum Gespott der akademischen Gemeinschaft geworden. Ja, schade eigentlich. Also ist nicht wirklich gut hier. Rangehen, da haben wir's. Okay. Ja, kannst ja gleich schlafen gehen, Mammut. Ah, okay. So. Ist jetzt rangegangen oder nicht? Nee, natürlich nicht. Immer ist er zu spät für sowas. Ist einfach nicht sein Ding hier mit dem Rangehen und Telefon und sowas. Na gut. Dann warten wir jetzt einfach mal den nächsten Tag ab. Müssen ja dann mal wieder aufräumen und alles. Schön. So, und dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier das Haus ausbauen, dass wir dann halt ein Tier adoptieren, dass wir dann hier wie immer Vernünftiges einladen können und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Wir kriegen das alles irgendwie gebacken. Nur eine Frage der Zeit. Boah, dauert das Tier ewig, bis er fertig ist hier. Die Musik kommt jetzt aus dem Radio? Was ist das für komische Musik? Aha. Aber auch kein Waschbär oder sowas in der Nähe. Also hier, in dieser Stadt passiert nachts einfach nichts. Absolut nichts. Und nochmal nichts. Gut. Aber der Morgen bricht schon langsam heran. Das heißt, wir können bald wieder aufstehen. Was ist das für, da hinten für eine komische Alien-Kuppel? Vielleicht können wir es mal irgendwann besichtigen. Wenn wir es denn möchten. Gut. Hast du mal genug geschlafen hier? Dann kannst du hier Snack essen. Mikrowellenmahlzeit. Dann kannst du das hier aufräumen. Aufräumen. Und danach kannst du dir was von dem Essen da nehmen, was du da jetzt fabrizierst. Und dann kannst du eigentlich mal hier die Toilette benutzen. Dann säubern und dann vielleicht Upgrade selbstreinigend. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob er das alles hinkriegt.
an diesem frühen Morgen. Und da ist schon wieder eine Zeitung. Hat wahrscheinlich noch vom letzten Tag übergeblieben. Aber wird schon. So. Toilette benutzt. Und jetzt, ne, jetzt bastelt er an der Toilette. Werden die Urinreste beseitigt und ich weiß nicht, was noch alles. Erstmal mit dem Hammer auf den Klodeckel hauen, das wird schon dafür sorgen, dass halt, dass die Toilette selbstreinigend wird. Ich kenne mich damit aus, also meine ist auch selbstreinigend, da ich mit dem Hammer drauf geklopft habe. Boah, der braucht auch ewig dafür. Ah, wirklich ewig. Was baut dann da alles ein? Baut er da auch noch einen USB-Anschluss ein oder was? Meine Güte. Unglaublich. So, Fahrgemeinschaft kommt bald. So. Toilette ist selbstreinigend. Perfekt. Gut. Also wir haben eine halbwegs moderne Toilette. Kommen dann sogar noch pünktlich zur Arbeit, haben einen Lebenswunsch erfüllt und 5 Objekte verbessern. Ja, warum nicht? Gut. Hätten wir das. Dann kommt jetzt hier gleich die Arbeitsgemeinschaft hier. Genau, er steht auf. Geht dahin. Komm, geh. Lauf. Lauf zur Arbeit. Du bist schon einmal zu spät gekommen. Lauf. Er braucht dringend ein eigenes Auto. Obwohl, das kann er dann wieder nicht bedienen. Gut. Das hätten wir jetzt aber. Dann können wir jetzt quasi uns darum kümmern, dass wir hier einmal hier ein bisschen rumbauen. Baumodus müssen wir dafür erstmal, ne? So, dann schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Also erstmal hier die Wände erstmal weg. Ne, weil wir strukturieren einmal alles hier gänzlich um. Aber gänzlich, gänzlich. Komm schon. Die Wand muss weg, die Wand muss weg. So, dann hier auch nochmal. Alles muss weg. Dann kriegen wir auch dafür ein bisschen Geld, um hier überhaupt rumzubauen zu können. So nicht verkehrt. Und dann mal gucken, wie weit ich hier das überhaupt alles ausbaue. Das weiß ich nämlich selbst alles noch nicht. Wie ist denn das hier? Kann ich das... Ah, so kriege ich das weg. Okay. Hier vorne möchte ich das auch alles weg haben. Alles muss hier weg. Alles. Und alles Geld hier. Hier, diese Dings hier brauche ich nicht, weil ich kein Auto habe. Wie ist denn das? Kann ich das einfach hier? Wow. Nein, kann ich nicht. Nein? Schade. Und was ist jetzt, wenn ich jetzt hier... Ah, jetzt geht das. Okay. Ja, man muss ja auch ein bisschen zurechtkommen erstmal mit dem ganzen Zeug. Ich mach das ja nicht jeden Tag. Dann hier... Das Ding kommt weg. Das Ding kommt weg. Das brauche ich nicht. Dann die Küche wird sowieso einmal ersetzt. Das heißt, hier können wir auch alles erstmal rudimentär rausschmeißen. Shit, jetzt habe ich natürlich die Toilette entsorgt, aber egal. Baut halt nochmal eine Toilette aus. Erstmal raus mit dem ganzen Kappes hier. So, die Stühle würde ich eigentlich ganz gerne behalten, weil die haben sich bisher hier eigentlich ganz gut gemacht. Muss ja nicht alles gleich loswerden, ne? So. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Hier nochmal. Da unten, da unten, hier und gleich haben wir's. So, wirklich haben wir's. Ah, es geht auch, okay. Dachte jetzt schon, dass die Kommode oder sowas dann gleich mit weggeht, deswegen habe ich das vorsichtig gemacht. Hier, Zeitung. Ah, kann nicht gelöscht werden, okay. Gut, wir sind fertig mit unserem Haus und Mammut wohnt jetzt im Freiluftgehege. Nein, jetzt kommt's nämlich hier richtig los. Ja, Wände, Wand erstellen, Wand erstellen, Raum erstellen. Ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Wo ist denn hier überhaupt die Mitte? Die Mitte ist ungefähr da so. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Zeug weg. Muss ja jetzt nicht sein. So. Jetzt schauen wir einfach mal. Und halt hier erstmal so. Dann machen wir hier mal sowas Diagonales oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ich baue hier einfach mal rigoros drauf los. Das wird bestimmt super.
Wände kosten aber so viel Geld, das ist unglaublich. So. Okay. Das hätten wir schon mal. Dann hätte ich eigentlich schon